Ja, willkommen zurück hier zu Vermintide 2. Wir spielen Hunger im Dunkeln, während Sienna komplett ausrastet. Wie sich's gehört. Amrik ist natürlich auch wieder dabei. Ich wieder als Karelion. Mit Ziel, alle Helden auf 35 zu kriegen. Wir spielen ja mit den Randoms und ich habe in der letzten Folge am Ende gesagt, das lustige Team wäre mit Mercenary Gruba, der Viktor und du als Karelion sind alle gut im Wiederbeleben. Will not allow such heresy to continue unabated. The mine must be purged with fire and steel. Oh, mich hat irgendwas gestochen oder so an der Nase, außen am Nasenflügel, weißt du? Und ich wollte schon sagen, so auf die Spitze. Nee, rechts, aber halt genau im Winkel. Ah, das ist so unangenehm und da musst du ja die ganze Zeit noch Maske tragen. Scheiße. Ja, die ruckt da immer dagegen. Ja, so schlimm nicht, aber die Nase ist ja unter Spannung. Das ist voll bitter. Ja. Vor allem, es klingt so bescheuert, aber. Ne? Ich fall hier nicht runter. Ich hab ein bisschen Schaden bekommen, aber. Ich bin komplett tot. Jawohl. Bist du jetzt geheilt? Die Wunden? Nee, ich bin grau. Du bist grau, okay. Aber es war besser, guck mal, wie viel Leben du bekommen hast. Ja. Okay, das klärt echt nicht die Wunden, komisch. Ich habe immer noch nicht die Challenge geschafft mit den Chaos Warriors. Dass wenn die mich so mit der Faust so schubsen, dass ich das auch mache. Ich muss das einmal machen dann. Nächstes Mal, wenn ich alleine bei einem. Okay. So, ich guck mal, ob hier hinten ein Kunst liegt. Oh, nom nom. Okay, das mit dem direkten Wiederbeleben ist schon ziemlich cool. Aber der Doppelschild ist halt auch geil, wenn du dir gibst und jemand anderem. Das finde ich vor allem sehr praktisch. Das schnelle Wiederbeleben? Nee, mit dem. Ja, das auch, aber auch mit dem Schild. Am besten wäre beides. Ja, das geht halt nicht, halt leider. Ich kann halt. Also, ich kann dir natürlich auch ein Schild geben, aber. Dann habe ich es halt wieder nicht bereit, wenn er down geht. Das ist jetzt das andere. Oh, wie viele hier sind, das ist ja richtig geil. Aua. Aber es ist immens, wie wenig Schaden man als Viktor bekommt. Hier war Heilung und Bomben bei mir. Bombe habe ich schon. Dann, warte mal kurz, gebe ich mal kurz hier eine Bombe. Also clearen tut's auf jeden Fall nicht. Die Wunde, okay. Können wir nochmal beobachten, aber wenn es jetzt nicht war, dann wird es auch nicht in Zukunft so sein. So, ich hole mal den Folianten. Wenn du zu mir kommst, kann ich dir die Heilung geben. Oder du kannst die Heilung dann mitnehmen. So. Und ich guck mal hier hinten, ob hier Kunst oder so. Oh ja, hier die Kunst. Ich renne zu ihr, ich renne zu ihr. Oder auch nicht. So, ihr könnt die Heilung noch in der Kiste hier mitnehmen. In der Kiste spawnt, glaube ich, immer Heilung hier in der. Okay. Kannst du hier dann machen. I have found medical supplies. Gruba will es nicht, okay. Oh, ich hatte, ich glaube, alter Spuk war das, wo ich alleine gespielt hatte. Das war so schrecklich gewesen. Das Team ist gefühlt die ganze Zeit vor mir weggelaufen. Okay, die geht halt einen anderen Weg. So. Genau, aufs Minecart kann man ja sich nicht stellen. Und mir ist aufgefallen vor kurzem, es gibt hier auch zwei unterschiedliche Wege mit den Fässern. Einer ist, glaube ich, immer zu, wenn der andere offen ist.
Zumindest war es das letzte Mal so, wo ich das hier gespielt hatte. So, mal gucken, ob ich den Trick 15 machen kann. Jawohl. Oh. Ja, es ist wirklich so. Spät. Der Gang ist jetzt zu, weil manchmal ist hier auch eine große Hürde. Glaube ich zumindest. Das ist doch gar keine Patrouille. Wenn du das Geräusch nicht hörst, dass sie marschieren, dann wird es keine Patrouille gewesen sein. Nicht drauf geachtet. Ich bleib bei Sienna. Ihr schafft es. Oh, das Fass hat ja nicht getroffen. Was soll das denn? Genauer werfen. Ich muss runter hinter Miss Assassine irgendwo. Wieder irgendwo ist ein Assassine da hinten. Ja. Aua, hier ist die Hookrate vor allem. Assassine und Hookrate waren sich gerade nicht einig, wer auf mich geht. Da gibt's dann die Doppelkombo, nicht wahr? Die ist ja effektiver. Okay. So. Mich anschießen, bitte. So, jetzt kommen wir zu diesem... Manchmal gibt's hier Monster-Spawn. So, manchmal spawnt hier Monster, aber noch nicht. Vielleicht lässt sich das noch ein bisschen Zeit, bis wir nach da hinten gehen. So, ich laufe mal hier lang und hole mal das Explosivfass fürs erste Gemäuer. Ah, hier. Das war die falsche Taste. Ja, ich will jetzt nicht dahinter hinten irgendwo. Oh, der Stormfiend hat mir geholfen, indem er einen Assassin fertig gemacht hat. Aua. Ja, tut mir leid. Zum Glück habe ich gerade zwei Tränke gefunden. Ne, ich nehme das mit. So, schön hinten auf seinen Kontrollmann hauen. Wenn ich ihn auch nur treffen könnte. Er rennt weg. Er rennt durch geschlossene Türen. Das ist unfair. Das würde ich gerne auch können. Jawohl, wir haben ihn. So. Genau, hier unten gab es Heilung für Kuba. So, und du bist mir nicht böse, weil ich renn mal zum Gemora. Und hol mir das dann mal schnell. Oh, mir ist noch nie aufgefallen, wie langsam das Richtschwert aussieht beim Kuba. Das ist gerade zweimal geschwungen. Ja. Das war ja wie Zeitlupe. So. Nom nom. Und abwärts. Ach, ich bin aber echt gespannt, was es dann in Darktide sein wird. Hier sind Skrimoire und Folianten. In, wo wir Spacehide gespielt haben, gab es als random Objekte immer Relikte. Schön, dass hier einfach so vorbeiläuft, gell? Ja, Standard, kennt man ja. Kennt man ja. Ist ja eine doofe Kirillien, also von daher. Ja, Kirillien ist... gar nichts auf die Reihe. Kirillien ist halt oft der Kickball der Community geworden, weil viele Kirillien-Spieler laufen einfach nur vor und sterben. Vor allem als Handmaiden. Habe ich eben auch gemacht. Weil es mir nicht aufgefallen ist, also von daher ist vollkommen in Ordnung. Hier liegt Verbandszeug.
Jetzt bin ich weit hinten und krieg trotzdem übelst auf die Fresse. Ich weiß nicht, wo du bist. Beim Hebel. Ich wollte nämlich ziehen. Ja, ich konnte ja nochmal Dings geben, ganz gut. Ja, danke. Ich renne jetzt dahin, ist mir egal. Oder auch nicht. Das ist ja unser Kart, ja. Ja. Ich weiß nicht, aber Kuba ist noch weiter hinten. Ich versuche die ganze Zeit beim Licht zu bleiben, aber das fährt halt dann weiter. Ich gucke nur, dass ich ziehe gerade nur auf die roten Augen. Ich habe eine Sienna bei mir. Bei mir brennt es immer mal wieder. So, bei mir hier gibt es den Folianten. Hat irgendjemand mitgenommen, oder? Nö. Aua! Hab ihn. Die Ratte habe ich nicht gesehen. Oh Mann. Was ist hinter dir? Aua, das war's. Hier wäre stärker. Ich stelle mich immer so vor's Kart und lass mich so hochschieben. Finde ich immer ganz lustig. Aber ich weiß nicht, Hunger im Dunkeln, diese dunkle Passage hier mag ich gar nicht. Ich finde, jetzt gerade geht's. Ja, weil wir am Licht sind. Ja, aber ich hatte das Gefühl, ich habe ein bisschen Licht auch so gehabt. Vielleicht. Kein Plan, warum. So. Da unten ist ein Stormwurm, glaube ich. Die roten Augen, dann müsstest du schon erkennen können. Hier ist genau gar nichts. Okay, dann war das einfach nur das Licht von hier weiter unten. Ich guck mich mal hier um, ob hier was liegt an der Seite, aber ich sehe hier nichts. Ich guck mal auf die andere Seite. Oh, wie schön es hier oben ist. Ich will mal hier ein Foto machen. Man kann ja einfach durch Dinger durchziehen. Ich müsste jetzt wieder 1000 Jahre warten, bis ich den Dings hier aufladen müsse. Ich habe das eine Foto mit Gruber, was ich gemacht habe, extra heller gemacht, weil es so schrecklich aussah. Aber das kann ich auch nicht bei jedem Foto machen, das dauert immer so lange. Naja, vielleicht hat es beim ersten Mal nur so lange gedauert, weil ich noch ein bisschen langsam war. Oh, geil, ich habe gerade einmal rechts und einmal links am Kopf vorbeigeschlagen. Gegen die mit dem Schild, schubsen und stechen ist das Effektivste bei dir. Weil der Stich geht immer durch. Hier ist Kunst. In der Kiste. Finde ich gut. Gut, ich komme dahin. Versuch mal nicht in deinen Schuss auszuweichen. Ja, das war knapp. Aber ich bin selbst ein bisschen nach rechts ausgewichen und habe durch den Felsen noch jemanden getroffen. Von daher alles cool. Irgendwo ist eine Hookratte. Ja, kommt gleich auf unserer Seite runter. Gasratte ist weg. Das ist gut, weil ich stehe mittendrin. Okay, ist down. Ach, das bist du. Ich dachte kurz, du wärst ein Assassin. Nicht persönlich nehmen. Alles gut. Da wäre noch mal ein Trank, den kannst du mitnehmen. Und der Foliant ist genau hier oben. Ups. Uwe macht den Weg. Ich nehme ganz gern den Weg hier. Ich habe schon einen, deshalb. Ich hatte es nie so in Erinnerung gehabt, dass man auch hier hochkommt. Danke. So, ich hab's gerade nochmal Heilung bekommen. Einfach gedriftet gerade. Der Assassin, hä? Nein. Der eine Gegner. Oh, verdammt, ich hab nicht rechts geklickt. Ich hab auf mich Schild gemacht. Oh. Nice.
Ja, mit Victor und Kuba und so machen Patrouillen echt Spaß. Ja, Karlsritter Kuba. Ja, kenne ich. So, hier ist noch ein Guerillen halt gar nicht, weil du für jeden irgendwie eine halbe Stunde brauchst, gefühlt. Ja, ja. Sian, das war mir gerade vorgebackt. Oh Mann. Okay, Senatus Turm, dann hab ich einen Heilungstank. Und bring erstmal runter, damit ich schön Schaden bekomme. Ich bin perfekt. Ich kann nichts dafür, wenn zwei Leute gleichzeitig in einen Schuss reinlaufen. Ich weiß, was du mit Drift meintest. Ja, der ist einfach so lustig vor mich hingerutscht, ohne dass sich die Beine bewegt haben. So eine normale Ratte oder Assassine? Nee, normale Ratte. Ja, war bei mir gerade auch einer hier. Also so einer mit Anzug, weißt du, so mit Klamotten. Nicht so eine ganz nackte. Ich muss mich hier mit dem Puma mal durchkämpfen. So. So, ich gehe mal direkt dahin, wo die Plague Monks immer ein paar rauskommen. Und ich mach die mal schnell fertig, wenn die hier rauskommen. Ich muss erstmal einen Angriff aufladen. Oh, so. Das Minecraft fährt nicht schneller, wenn du es anschießt. Nein, ich hab auf die Feuerratte auf der anderen Seite gezielt. Und dann hatte ich aber noch einen Schuss übrig und dann habe ich da aufs Minecart geguckt und dann. Ja, ja. Hast du es eigentlich jetzt mal gemacht mit ganz kurz anvisieren und dann direkt einen normalen Schuss hinterher? Und deshalb habe ich ja dreimal geschossen. Weil statt nur zweimal. Geht schön. Versuch mal den Trank Sienna anzudrehen. Vielleicht kann die damit was anfangen. Wo ist Sienna denn? Da ist Sienna. Nein! Ah, leck mich. Ach, wirklich? Ja, Achtung, der Schädel kommt jetzt gleich. Kannst du die Gaskarte im Hintergrund ein bisschen, ich weiß noch nicht, halten? Wo sie ist. Probe hat schon. Perfekt. Ich hau jetzt mit dem Großhammer drauf. Achtung vor dem Schlag. Aha. Ich hab leider nicht dich getroffen. War schon okay. So. Ich hab noch einen Heilungstank, aber ich kann keinen geben, weil ihr alle Foliaten habt. Kein Problem. Wäre cool, wenn man das so tauschen könnte, aber geht leider nicht. Ist doch egal. Habe ich hier jetzt eine Ausrede, wenn ich gleich am Boden liege. Ah, ich kann mal hier was machen. Ich kann mich hier so hinstellen. Aber das wird ein lustiger Screenshot. Die Lippenbewegungen sehen schrecklich aus. Oh Mann. Aber das mit euch hochbringen ist echt genial. Nein! Okay, ich warte noch kurz, dass du spawnst wenigstens. Weil dann kriegen wir die XP noch. Oh Mann. Wo glaubst du spawnst du? Da. Da. Ja, ich bin vor dir da, wetten. Mach nochmal ein Schild an. Okay, nein, ich bin nicht vor dir da. Ich hab den Hammerboost hier. Ja, toll. Wait. Der Sprung in den Tod. Aufstieg des Sigmas erreicht. Was ist denn das für eine Miss? Ich werd's gleich sehen. Naja. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne die Playlist auschecken, die oben eingeblendet wird.
Bei mir zumindest. Da gibt's noch mehr Schwachsinn. Aha. Genau, und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh, ich habe schon wieder eine Imperator-Stroh bekommen. Was ist denn heute los? Sonst werde ich doch hier immer nur mit Händlerkisten ange... Ich habe General bekommen. Abgezogen. Ist doch auch gut. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin. Tschüss. Ciao.